So, willkommen zu der neuen Folge Ramses Kitchen auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn ein neues Restaurant hat aufgemacht, möchte man sagen. Das heißt nämlich hier Restaurant Hibu House. Ja, so sieht das aus. In Kürze hier neue Eröffnung. Das ist keine Ahnung, was da vorher drin war. Hier hängen jetzt Ballons, weil das heute neu aufgemacht hat. Ja. Und hier gibt es sogar Tagesangebote. Und wundert euch nicht, was das für eine komische Jacke ist. Die hat mir meine Tante letztens gegeben und gesagt, zieh das mal an, sieht erwachsen aus. Hier gibt es nämlich Tagesangebote. Montag, Subtag. Und das ist richtig genial, denn wir hatten mal einen Subway. Den Subway gibt es aber nicht mehr. Und jetzt gibt es hier einfach Subs. Aber das ist trotzdem wahrscheinlich nicht wie bei Subway. Es ist einfach nur ein Sandwich halt. Ein U-Boot. Dienstag, Salattag, Mittwoch, Schnitzeltag, Donnerstag, Burgertag, endlich ein Burgerladen. Freitag, Dönertag für 3 Euro. Döner für 3 Euro. Alle anderen Döner, Männer, haben 4,50 im Angebot 4 Euro, glaube ich. Also 3 Euro Döner ist schon richtig genial. Und was es sonst noch alles gibt, können wir euch in Ruhe irgendwann mal zeigen. Döner, Salate, Schnitzel, Pommes, Chicken, Würstchen, hier gibt es auch Bockwurst. Verschiedene Burger-Varianten. Weil heute aber Montag ist, gucken wir natürlich auf die Subs. Ich habe mir gedacht, wir fangen an mit dem Salami-Sub. Ein ganzes, ein halbes. Wir nehmen natürlich ein ganzes zum Preis von einem halben. Arbeiten uns da durch. Das heißt, beim nächsten Mal gibt es dann Schinken, dann Thunfisch, dann Veggie, dann Truthahn. Kalt. Und dann geht es zu den warmen mit Döner, Schnitzel, Hähnchen, Backfisch. Backfisch finde ich auf jeden Fall auch heftig interessant. Wir holen uns jetzt also ein Salami-Sub, ein ganzes, werden das irgendwo hier dann um die Ecke essen. Mal gucken, wie das schmeckt, was das ist, ob das was kann und ob wir hier öfters hergehen. Ich finde auf jeden Fall viele interessante Dinge auf der Karte. Vor allem schon mal alle Subs durchprobieren, sind wir erstmal für ein paar Wochen beschäftigt. Und ich versuche das jetzt immer am Montag irgendwie zwischenzuquetschen, dass Montag noch so eine Sub-Folge kommt. So, ich sehe jetzt leider recht wenig, weil die Sonne so brennt, aber das ist jetzt hier ein Beutel, ne? Den haben wir jetzt bekommen. Das erinnert mich schon an die Grog-Challenge vom Flatty. Der hat aber, glaube ich, ein 55 cm Baguette gegessen. Das dürften 30 sein, glaube ich. Also wenn, dann müsstet ihr zwei Stück euch gönnen. Obwohl die sehr dick aussehen. Ich werde das jetzt mal hier auspacken. Wenn wir das aus der Tüte raustun, habt ihr hier nämlich Servietten. Ganz wichtig, Servietten. Was habt ihr neben den Servietten? Ihr habt hier dieses dicke, fette Brot eingepackt in so ein schönes Papier, licht verpackt, kompostierbar, irgendwas anderes. Ach, natürlich verpackt und kompostierbar. So, jetzt machen wir das mal auf und gucken uns das gleich mal an. Die Mutter hat auch eins genommen, die hat aber Hähnchen genommen und Hähnchen ist warm und das ist jetzt ein kaltes, kalt mit Salami. Jetzt schauen wir nur mal da rein, wie das aussieht. Und wie das schmeckt, können wir hier auch gleich mal abfilmen. So ungefähr hier Salami. Wenn wir es noch rumdrehen. Ungefähr so. Mann, der Wind nervt einfach. Da ist auch Käse drauf, da ist Salami drauf, da ist Salat drauf, da ist so Remoulade, würde ich sagen. Ist noch mit drauf, da sind Gurken drauf, Tomaten, alles dabei. Wir probieren das jetzt mal. Beißen jetzt mal hier rein. So, ungefähr so. Das sieht auf jeden Fall richtig herrlich aus und richtig groß und richtig breit. Also so dick und fett hätte ich das jetzt nicht eingeschätzt. Jetzt muss es nur noch schmecken. Dann sind wir da jeden Montag, ne? Jeden Montag Subtag, jeden Montag also ein anderes Sandwich. Und wenn wir mit den kalten durch sind, kommen ja noch die warmen dazu. Und was macht deine Durchstelle jetzt? Okay. Schmeckt eigentlich wie beim Bäcker. Und beim Bäcker konntet ihr euch ja jedes Mal so Salami-Brötchen holen, solche kleinen. Das ist wirklich genau dasselbe Dressing oder dieselbe Soße, die da drauf ist. Im Endeffekt hat der Bäcker sich gedacht, ich nehme meine Salami-Brötchen, mache die jetzt einfach XXL und dann verkaufe ich die. Ist auf jeden Fall sehr erfrischend. Brot ist sehr weich, obwohl mir das irgendwie noch ein bisschen, weiß ich nicht, doch noch ein bisschen trocken vorkommt. Ich glaube, wenn das warm ist und das noch ein bisschen knuspriger ist und fluffiger,
ist das nochmal eine ganz andere Sache. Die können doch sicherlich auch das Brot warm machen und euch ein warmes Salami-Baguette andrehen. Wir beißen nochmal rein. €6 wäre das, glaube ich. 6 € für ein großes Ganzes, beziehungsweise jetzt Preis natürlich vom Kleinen wären dann 3,50. Aber nur am Sabbattag. Deswegen kommt am Montag her, guckt euch das dann mal an, probiert das dann mal. Ich glaube für 3,50 so ein dickes, fettes Brötchen, da macht er nichts verkehrt. Wir werden die nächsten Montage jetzt also sozusagen hier abgrasen. Werden mal alle durchtesten. Das nächste wäre dann, glaube ich, Schinken. Dürfte dann auch so ähnlich sein. Veggie ist auch dabei. Und irgendwann, wenn die warm dran kommen, Backfisch, da freue ich mich schon besonders drauf. Backfisch ist aber dann das allerletzte in der Reihe. Wir werden das immer so holen, immer den Laden kurz abfilmen, dann irgendwo draußen versuchen reinzubeißen, zu essen, dass ihr ein ganz anderes Feeling bekommt, als sonst in den Ramses Kitchen Folgen, wenn wir immer drin sitzen. Jetzt muss man das Wetter nutzen. Wir beißen nochmal herzhaft rein. Ich bin dann mal gespannt, wie der Mama ihr es schmeckt. Wie gesagt, die hat ein warmes, die hat Hähnchen. Also, Hibu Haus, ne? Restaurant Hibu Haus. Geht mal hin, Montag, probiert mal so ein dickes Brötchen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. So, ich möchte mich noch mal ganz kurz zurückmelden. Wir sind jetzt zu Hause angekommen. Wir haben jetzt unseren Sub gegessen. Die Mutter hatte einen mit Hähnchen, wie gesagt. Ich hatte das Salami-Sub. Jetzt war das eben richtig chaotisch beim Essen. Ich stehe so am Brunnen. Dann kommen da so Hunde an und kämpfen und spielen Blackjack. Und dann kommen die Besitzer der Hunde und kämpfen auch und bleiben direkt neben mir stehen und fangen an zu reden und haben Kinders dabei und die Kinders direkt neben mir laufen um mich rum, hängen sich auf mich drauf, halb gefühlt. Ich dachte, das eine ist in meiner Hosentasche. Das hat mich natürlich extrem tierisch abgelenkt. Ich habe dann einfach gelabert. Ich habe gar nicht mehr richtig mitgekriegt, was ich überhaupt gelabert habe. Wir wollen noch mal ganz kurz sagen, also neues Restaurant. Restaurant Hibu Haus am Start. Das hat jetzt viele verschiedene Kategorien. Wie gesagt, Döner. Bin ich sehr interessiert, mal da einen Döner zu probieren. Es gibt sogar Dönerteller mit Kartoffelsalat. Richtig deutsch, ja. Verschiedene Salate, verschiedene Burger. Burger kann man nie was falsch machen. Burger, richtig fett. Schnitzel, verschiedene Schnitzel. Dann habt ihr auch hier Pommes mit Käsesoße. Normal Pommes, Currywurst, Wiener mit Brötchen, Bockwurst mit Brötchen. Erinnert schon eher an einen Imbiss. Aber was ihr in dem Video gesehen habt, waren eben die Subs. Klar, wenn man Sub hört, denkt man an Subway. Man will das alles so vergleichen. Aber ich muss sagen, an Subway kommt das Ganze natürlich nicht ran. Ne? Harder Real Talk. An Subway kommt das Ganze nicht ran. Während ihr bei Subway vielleicht irgendwie ein amerikanisches Sandwich habt, was auch wirklich, wenn man es warm nimmt, das Brot warm gemacht wird, frisch aus dem Ofen kommt, wo ihr auch das Fleisch warm gemacht bekommt, das frisch aus dem Ofen kommt. Wenn ihr hier ein warmes Sub nehmt, ist lediglich der Belag etwas aufgewärmt, also das Hühnchen war etwas erwärmt, aber das Brot ist bei warm und kaltem Sub immer das gleiche. Das Brot ist auch kein spezielles Brot, es ist halt einfach nur so ein dickes, großes Weizen-Baguette. Ist halt einfach diese typisch deutsche Variante jetzt von einem Sandwich. Was mir und der Mama jetzt im Nachhinein etwas bisschen negativ auffällt, also es ist zwar schön und gut, dass das so ein riesengroßer Oschi ist und ihr werdet definitiv satt. Ich habe jetzt das ganze Ding gegessen, ich bin so pappe satt. Eigentlich hatte ich dann schon keine Lust mehr, ich habe das trotzdem ganz gegessen und so. Meine Mutter hat jetzt nur die Hälfte von ihrem gegessen. Die hat das andere übrig. Und guck mal, so viel ist jetzt noch da. Das ist nochmal eine Hälfte. Das sind nochmal theoretisch 15 bis 20 Zentimeter irgendwas. Die sind noch da. Trotzdem, das Brot ist so wuchtig und so präsent, das stopft nicht nur ungemein, sondern das wirkt auf Dauer auch etwas trocken. Ich habe zwar so wie Remoulade drauf gehabt, aber dann auch wieder so viel Remoulade, dass ihr das direkt auf den Magen stößt, ne? Bei ihr war keine Remoulade, da war eher so
ich weiß nicht mal, was es ist, Currysoße, irgendwas zu dem Hähnchen dazu. War gut gedacht, aber bei ihr war es im Endeffekt dann wieder zu wenig ein bisschen. Das Brot war einfach zu trocken. Dann habe ich gedacht, mir fehlt ein bisschen Bums. Das schmeckt zwar wie so ein Bäckerbrötchen von früher, aber die Bäckerbrötchen, die waren halt wirklich eher klein, zum Snacken für zwischendurch, bam, hin und her. Super Sache. Wenn du aber so einen riesen Teil hast und permanent diesen Geschmack und permanent dann diese Remouladen, permanent dieses Trockene und dieses heftige Brötchen, das kann einen schon ein bisschen überfordern. Mir hat auch ein bisschen Bums gefehlt, denn gerade bei Subway oder so habe ich dann immer Chipotle Southwest Sauce genommen und Hot Sauce, was eigentlich Tabasco ist. Hier, das war jetzt natürlich auch nicht scharf, das war nicht würzig, da hat mir was gefehlt. Ich habe mir ein Gläschen Samba Oleg genommen, habe jetzt also immer einen Löffel auf das Baguette. In dem Moment, wo ich dann abgebissen habe, dann wieder einen Löffel drauf, habe dann wieder abgebissen. Das hat das Ganze nochmal ein bisschen gehoben vom Geschmack. Sie können das natürlich jetzt nicht hier, es ist kein Subway, wie gesagt, die können nicht tausend verschiedene Soßen anbieten. Trotzdem, ihr habt jederzeit ja die Möglichkeit, euer Sandwich, was ihr dort bekommt, noch selbst ein bisschen aufzupeppen und nutzt das auch. Beißt nicht rein und sagt, oh mein Gott, ist das trocken. Macht selbst ein bisschen mit. Wenn ihr sagt, euch fehlt Pep, dann peppt das selbst ein bisschen auf. Oder so Flying Goose, Sriracha. Sriracha Chili-Soße oder Samba Oleg, wie gesagt, können da nehmen. Ich habe so viel Samba Oleg jetzt gegessen, ich spüre schon mein Gesicht von innen nicht mehr. Ich glaube, es hat sich alles abgelöst. Ich werde trotzdem dabei bleiben. Im Endeffekt, es war jetzt nicht so krass was Besonderes. Es war im Prinzip einfach wie ein Salami-Brötchen mit viel Remoulade. Ich werde trotzdem weitermachen und werde alle durchtesten. Das heißt, nächste Woche gibt es dann das Schinkensub. Dürfte ja nicht so fettig sein, besser als das. Mal gucken, was ich da dann dazu esse. Und ich finde trotzdem für den Preis, normal ein großes, also 6 Euro. Das halbe hat jetzt 3,50 gekostet, wenn ihr mal guckt. Ihr bezahlt wahrscheinlich, wenn ihr zum Bäcker geht und holt euch ein belegtes Brötchen, dafür alleine schon 3,50 oder 4 Euro. Und hier kriegt ihr für 3,50 am Montag im Subtag einfach das Doppelte. Von daher gehen, wer gerne beim Bäcker sich zwischendurch mal so ein Salami- oder Schinkenbrötchen holt, auch mit so Remoulade drauf, mit Salat, mit allem, dann könnt ihr auch einfach am Subtag hierher gehen. Dann habt ihr das in der XL-Variante und ihr kriegt sozusagen noch eins gratis dazu. Denn das halbe ist größer als beim Bäcker, hat theoretisch denselben Preis. Und ihr bekommt ein zweites Grades dazu. Und dann könnt ihr euch ja selbst noch Soße drauf machen oder irgendwas, was ihr mögt. Ist ja bei Burgern auch so. Jeder will seine Burger mit anderer Soße, anders würzen, anders machen. Also, das Brötchen ist mir zwar etwas zu trocken. Vielleicht wäre das schön, wenn das Brötchen irgendwie auch noch warm wäre oder aufgebacken werden könnte irgendwie. Aber das ist kein Subway, wie gesagt. Vergleicht es nicht mit Sub. Ansonsten seht zu, dass ihr selbst noch ein bisschen was daran packt, aber von der Portionsgröße her und dem Preis, gerade wenn ihr das im Angebot nehmt, kann ich nicht meckern, ist das eine richtig heftige Sache, die auf jeden Fall satt macht. Bin ich gespannt, Burgertag, Dönertag, wie gesagt, Dönertag, Döner für 3 Euro. Döner, weiß ich nicht, eigentlich jeder Döner schmeckt gleich, oder? Kann man gar nicht so viel anders machen. Bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht. Und wenn der Döner richtig reinhaut, vielleicht ist dann das die Anlaufstelle, wo man sich halt dann immer einen Döner gönnt für 3 Euro. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Wir werden das im Auge behalten. Wir werden die anderen Subs natürlich noch testen. Und das war es jetzt wirklich von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.